mal, du, die hat jetzt Merch. Guck, Videobeschreibung los. Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Wir spielen heute We Were Here 2, glaube ich, mit Ritsuri Cat, also Titi. Hass mich nicht, Titi. War wild, viel Spaß. Ich habe nicht mal angefangen und es ist ein Fiebertraum. Und Maddy hat vorher gesagt, sie weiß nicht, ob es ein Fiebertraum wird. Na, ich denke, wir hasseln das. Oh, scheiße, der Typ ist down. Ich glaube, du bist hingefallen. Ich bin knocked, Maddy, hol mich. Oh, guck mal. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich wollte auch was Lustiges sagen, aber es war nicht so. Hast du keinen Sound? Doch. Ich nicht. Oh. Ist da krasse Musik oder so? Ja, da war es so. Wow. Kannst du mit singen kurz? Wow. Ja, das bringt nicht viel mehr in die Atmosphäre. Das ist ganz schön schwer. Das ist ganz schön schwer, den Ton zu halten, okay? Habe ich jetzt die ganze Zeit keinen Sound? Oh, wir fangen getrennt an. Nein. Das ist wirklich ein Horrorfilm. Läufst du auch so langsam die Treppe runter wie ich? Ich glaube, wir laufen hoch. Was? Also ich laufe hoch. Nein, nein, nein. Ich laufe runter. Das ist nicht gut. Okay, geil. Maddy. Ja, ich habe ja. Ich hab hier so einen Kasten. Da sind so drei Räder, die ich drehen kann, ja? Und da sind verschiedene Zeichen drauf, wie ein Boot oder ein Marien... Oder, nee, es ist eine Schildkröte mit einem Pin im Arsch. Hier ist richtig groß. Warte, ich muss so erst gucken. So gemalte Zeichen sind das. Gemalte Zeichen? Hallo, sind bei dir irgendwo Zeichen an der Wand oder so? Hier. Hm. Ah, ja. Hier ist die Schildkröte. Hab sie. Seh sie. Mit so einem T im Arsch, ja. Ja! Umgedrehtes T, ja. Und ja, ist sie ja, an ja. erster, zweiter oder dritter Position? Also du musst dir vorstellen, in meinem Raum sind vier so Cages und ja. unter der Schildkröte mit dem Pin im Arsch und der Schlange, bei der es gerade sehr windig ist. Warte, die Schlange, die windig ist. Ja, kann auch Regen sein. Ich kann es so erkennen, ich habe es direkt gesehen, das ist die Schlange, die windig ist. Ja, und was ist das dritte? Da sind so Särge drunter und die anderen zwei sind leer. Die sind auf der anderen Seite, das Junge, weiß ich nicht, was das ist. Und weil das so ein Kerzenständer ohne Kerzen ja. und das andere weiß ich nicht. Okay, ich try mal. Jo, hat geklappt. Wir sind insane Jackpot. Ich hab Erfolg gekriegt. Ja, du hast die drei Zeichen erklärt und ich hab den Hebel gezogen, Junge. Ah ja, chillig. Okay, geil. Aber bei dir ist die Tür jetzt noch zu, ja? Nee, ist offen. Achso, chillig. Okay, also, ich erkläre dir jetzt, was bei mir abgeht erst, ja? Ich habe einen Kreis mit einem Ritualzeichen in der Mitte, ja? Ja. Und da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerzen drumrum in dem Kreis. Und ich kann die Kerzen an- und ausmachen. Das ist so das Einzige, was ich hier so machen kann. Ja, ich habe die Kerzen auch in meinem Buch neben dem Brief. Okay, welche Kerzen müssen an? Die sind alle an bei mir. Also ich habe 6 Stück, die sind alle an. Aber die sind nummeriert. Sind die bei dir nummeriert? Nee. Okay. Ich habe jetzt mal alle angemacht. Ah, oh, okay, die gehen aus. Okay, du musst mir wahrscheinlich die Reihenfolge sagen, ja? Das kann gut sein. Ich weiß jetzt halt nur nicht, also... Also es geht... Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ja, ist ja, das, das kann ich. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich recht Sinkschwäche habe. Aber das wird schon gut, Dann sag mit Uhrzeiten oder so. Oh, das ist auch nicht gut. Okay, Mail, hast du auch 6 Stück, ja? Ja, ich habe unten oben rechts, oben links... Unten rechts, unten links. Okay, also bei mir ist oben links 1. Oben links 1. Oben rechts 2. Oben rechts 2. Unten rechts 3. Unten rechts 3. Ja, die bleiben jetzt diesmal an, das ist gut. Unten 4. Unten 4. Oben 5. Oben 5. Und das andere ist links 6. Aha, okay. Es hat irgendein Geräusch gemacht. Was hast du gemacht? Bei mir ist jetzt ein Pentagramm. Nee. Oh. Ich habe hier so zwei Dinge an der Wand. Einmal in blau, einmal in rot, ja? Da sind ganz viele Zeichen drauf. Mhm. So wie die Schildkröten eben, nur ein bisschen anders. Und das erste Zeichen, was leuchtet, ist ein Kreis mit einem Kreuz drin. Ja. Bei dem roten. Und bei dem anderen ist die Schlange von eben nur ohne Wind. Also ich habe auch rot und blau. Ah, okay. Ich habe bei rot, glaube ich, einen Dreizack mit so einem... Das ist ganz schön viel kombiniert. Oh, ja, das ist gut, weil ich muss hier Sachen kombinieren. Okay, also ja, der, also, ne, da ist so,
ein Dreizack nach oben mit so zwei Kreisen rechts und links. Mhm. Warte, fang mal bitte von unten an. Von unten ist ein Kreis mit einem X. Ja, perfekt, perfekt. Das habe ich auch. Ja, dann geht da eine Stange hoch. Eine Stange hoch, ja. Und die Stange, was hat die so? Ja, die hat nochmal zwei Längsstangis. Zwei Längsstangis? Ja. Kein? Und noch so einen dritten mit so zwei Cs, so Chanel, aber auseinandergezogen. Oh nein, was will die? Ich weiß ja nicht, wie Chanel aussieht, Bro. Ich habe also Nike-Schuhe halt und bin stolz. Cs, zwei Cs so falsch rum, also ein C richtig rum, ein C falsch rum. Und warte mal, die zwei Längsstangen habe ich gefunden, glaube ich. Ja, die sind weiter oben. Die untere ist kleiner als die obere? Ja. Okay, nehmen wir. So, und dann, was kommt dann danach? Danach kommt ein Strich längs, der da drunter ist. Mit zwei, also dass ein Eurozeichen da ist und ein umgedrehtes Eurozeichen. Ja, genau. Okay, und ja. Und was, oben was ist so ein dann? U mit so zwei Kreisen. Also Dreizack mit Kreisen am Ende? Ja. Genau. Ist in der Mitte noch ein Strich nach oben in dem Dreizack? Ja. Okay, ja. Oder ist es ein Zweizack? Ja, dumme Frage. Okay. Nein, ist Dreizack. Haben wir. Okay. So, jetzt blau. Oh, blau wird, glaube ich, eklig, Junge. Blau fängt mit der Schlange an, ja? Oh, Junge. Also denk dran, das sind Angelhaken oder hast du ein U als nächstes? Blau ist unten ein Angelhaken mit einem Pfeil am Ende. Also mit einem Pfeil. Da drüber ist, glaube ich, das, was du die Schlange nennst, aber halt längs. Ja. Dann geht das weiter hoch, dann kommt das U mit zwei Dreiecken oben. Ja. Über dem U, also da geht der Strich noch ein bisschen hoch und dann in dem U drin ist der Kreis mit dem Punkt. Ein Kreis mit einem Punkt oder ein Kreis mit einem Kreis? Mit einem, also ist schon dicker. Ich weiß nicht. Hat funktioniert, bei mir brennt alles. In der Mitte habe ich so ein... Warte mal, was? Ding. Junge, ich weiß jetzt nicht so genau, was das hier ist. Oh. Okay, ich muss hier irgendwelche Zeichen aktivieren. Ja, ich habe die Zeichen. Geil. Also erstens habe ich ein Auge mit einem Strich von oben nach unten, der durchgeht. Was ist ein Auge für dich? Eine Raute oder rund? Ja, könnte eine Raute sein. Und mit einem durchgestrichenen Strich von oben nach unten? Ja. Okay, easy. Easy habe ich. Dann ist, glaube ich, das nächste ein X mit Armen. Der das Armen. Sehr empört nach unten streckt. Ein empörtes X, ja. Grimm sieht's auch. Ach so, ja, jetzt sieht's auch. Also der ist ja stinksauer. Dann bleiben wir einfach beim X. Wir haben ein X mit aber zwei Strichen, die rechts und links komplett runtergehen. Von oben nach unten. Ja, habe ich. Yes. Dann habe ich einen Blitz mit... Was für Blitz? Ah, ja. Du meinst das Blitz, das Blitzzeichen. Blitz mit so sechs Striche, also sechs... Ja, genau. Okay, easy habe ich, ja. Dann... Boah, sind wir heftig, Alter. Ein X mit einem V Dinge. Drunter. Meinst du nicht Doppel-X vielleicht? Nee, ist ein X und unten die zwei unten. Achso, warte, ich muss ja mal falsch rumgucken. Ja, alles gut. Ah, du musst falsch rumgucken. Oh, X mit V dran habe ich, ja. Okay. Dann habe ich die zwei Xe. Zwei Xe habe ich. Hier sind wir geil. Dann ist da eins, das ein bisschen aussieht wie so ein Ticket. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich hab dich. Ja. Das ist so ein Ticket. Und dann, ich weiß nicht, ob du weißt, wie das Sternzeichen Fische aussieht, ja. Es ist das letzte. Es ist ein X mit einem Strich durch in der Mitte, oder? Genau. Das ist Fische, ja, easy. So ungefähr. Tür ist auf. Welche Tür? Warte. Welche Tür habe ich geöffnet? Welche Tür haben wir aufgemacht? Ja, hä? Geht doch nochmal in eine Richtung. Mehrere Sachen. Hier ist richtig groß, wirklich. Ich habe bei mir ein Jesuskreuz mit Zeichen. Falls dir das hilft. Jesuskreuz? Ja, so ein T mit einem Dach drauf, quasi. Und unten hatte ich einen Hebel, aber den Hebel habe ich schon gedrückt. Okay, ich kann jetzt sterben. Oh mein Gott. Bin gestorben. Oh, ja. Ach, das Game ist so ein Fiebertraum, kann mich so wenig erinnern. Oh mein Gott, ich kann hier weiter. Oh mein Gott, ich bin eingeschlossen. Ich hoffe, das war richtig. Oh mein, ja. Oh, wir müssen schnell machen. Die Treppe zieht sich langsam hier weg. Oh. Jesuskreuz, da ist ein Kompass in der Mitte. Jesuskreuz. Findest du bei dir nichts oder doch? Oder? Ich hab so Würfel, mehrere. Was ist auf den Würfeln drauf? Oh, das ist ein Würfel. Nein, das ist der Würfel, den ich hier habe. Das Jesuskreuz ist der abgebildete Würfel. Ah, okay, gut. Der Kompass, da ist so ein Kompass drauf. Siehst du den? Ich habe mehrere Würfel. Ich habe sieben Stück. Du musst den richtigen Würfel wahrscheinlich finden. Guck den, wo ein Kompass drauf ist. Ich glaube, da ist überall dasselbe drauf. Okay, wir brauchen gegenüber vom Kompass muss ein Sechseck. Fünfeck. Ja, ist auch, glaube ich, überall. Gegenüber vom Dings. Ja. Gegenüber. Dann muss zwei Dreiecke an dem Kompass anliegen. Nebeneinander direkt.
Also ja, ich glaube, die sind anlegt. Alle gleich. Ja, wo, was ist das dann für ein Rätsel, Maddi? Ich weiß nicht. Gegenüber von einem Dreieck ist ein Viereck. Gegenüber vom anderen Dreieck ist auch ein Fünfeck. Ja, die sind alle gleich, Timo. Ja, dann nimm einen Würfel und wirf den irgendwo drauf oder so. Was weiß ich, die Treppe haut hier ab, Mann. Oh mein Gott, ich habe ihn in der Hand. Ja, okay. Ich kann ihn wegmachen. Oh mein Gott, ich habe ihn nicht hingestellt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber ich höre nichts mehr jetzt. Ich bin taub. Oh nein, jetzt geht die. Es war falsch, die Treppe geht schneller. Es sind nicht die gleichen Würfel. Hä, die sehen alle gleich aus, legit. Nein, Maddi. Es sind okay, verschiedene warte, Zeichen Kompass? Gegenüber von einem Kompass. Ja, Kompass gegenüber vom Kompass ist eine 5. Also ja. Ein Fünfeck. Ja. Dann zwei Dreiecke Kanten aneinander liegen zwischen dem Kompass und dem Fünfeck. Ja. Dann hallo, Ali. Noch ein Fünfeck an den beiden Dreiecken, an einem Dreieck anliegen nur. Ja. Und dann ein Viereck an einem Dreieck und an einem Fünfeck. Ich habe ein Viereck an den zwei Fünfecken und den zwei, und dem doch, Dreieck ja. Und dem Kompass. Ja. Ja. Nimm den mal, den Würfel, schnell, schnell, ganz schnell, ganz schnell. Noch zwei das Stufen. Das ist halt der erste. Ja, nimm den. Ja, 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 ja. Hä, die sind aber alle gleich. Nein. Oh, neuer Würfel, okay. Kompass direkt am Dreieck. Warte, ich muss in einen anderen Raum gehen. Ja, glaube ich. Aber wo? Das wird nichts, sagt Luna. Ja, keine Ahnung. Junge, ich habe hier so viele Türen. Aber muss ich da noch mal rein? Die kann sind sein, nicht gleich, Junge, nicht. Die sind so gleich. Nein, ich kann die nicht mehr nehmen. Die sind so nicht gleich, Mann. Die sind so dolle gleich. Kannst du weiter oder nicht? Ich suche gerade noch. Ist wirklich ein Hallo. Großer Raum, Mann. Die Richtung der Dreiecke und Fünfecke, die Richtung ist richtig. Ach so. Ah, okay. Dann haben wir haben jetzt ein Dreieck, was auf den Kompass zeigt. Und der Kompass zeigt weg vom Dreieck. Ein Dreieck zeigt Kompass. Auf die Kante. Okay. Vom Kompass. Auf die Kante vom Kompass? Ja, ja. Aber der Kompass zeigt auch in die gleiche Richtung wie das Dreieck quasi. Dreieck zeigt auf den Kompass und die flache Seite vom Dreieck ist zu einem Fünfeck. Und das Fünfeck, die flache Seite ist auch zu der flachen Seite vom Dreieck. Was habe ich mir hier angetan? Nächstes Mal spielen wir Sims. Komm. Aber also die spitze Seite zeigt auf jeden Fall. Die Spitze vom Dreieck zeigt Richtung Kompass. Die Spitze vom Kompass zeigt weg vom Dreieck. Die flache und Seite vom Dreieck. Der Kompass? Ja, auf die spitze Seite vom Fünfeck. Okay. Nee, gar nicht. Auf das Viereck. Der Kompass zeigt auf das Viereck. Dann hab ich's, glaube ich. Ja, dann los. Ja, ist richtig. Nein, war falsch. Nimm den anderen einfach, random. Nimm random einen. Das hat nur noch eine Stufe. Random. Nein, ich kann doch nicht. Mach random rein. Ich mache. War falsch. Aber es ist nicht schlimm, jetzt habe ich es wenigstens gecheckt. Sind die wieder am selben Platz? Ja, keine Ahnung, jetzt renn da hin und sag mir, wenn die da sind. Ich bin da. Achso, okay. Also, ich habe ein Dreieck, was auf den Kompass zeigt. Ich habe zwei Dreiecke und beide zeigen auf den Kompass. Okay. Bis gleich, Nico. Küsschen, dankeschön. Zwei Dreiecke, beide zeigen auf den Kompass. Flache Seite geht zu einem Fünfeck. Yes. Hab. Insane war richtig. Sehr gut, sehr gut. Okay. Noch eins. Was passiert jetzt? Es ist arschlaut. Ich suche Raum. Ich höre nichts mehr. Es buggt. Doch nicht, okay. Ich habe das Dreieck zeigt auf den Kompass, so wie eben, und der Kompass zeigt auf das Viereck. Warte. Dreieck zeigt auf Kompass und Kompass auf Viereck. Ja. Und flache Seite vom Dreieck ist flache Seite von Fünfeck. Neue Idee geboren. Nein, wir machen keinen Duo-Speedrun und ich. Aber wenn, dann ist Maddi meine Teampartnerin. Oh. Du hast Spaß. Sicher? Kompass auf Viereck? Kompass auf Viereck. Ja. Das war falsch. Dann gibt's wohl mehrere. Yo, Kompass auf Viereck, Dreieck auf Kompass, ja? Flache Seite vom Dreieck auf zu Fünfeck. Treppe geht nur weg bis zu der Sperre eben. Ah, damit du nicht mehr Zeit hast. Ah. Hab noch einen. Ja, dann los. Richtig, es geht weiter. Okay, letzte. Dass du jetzt sterben kannst. Ja, ich höre wieder nichts. Zwei Fünfecke, die sich gegenseitig anzeigen mit der einen Ecke.
Zwei Fünfecke, die sich gegenseitig anzeigen. Ja, Sina, mache ich auch. Suche. Zwei Fünfecke, die sich gegenseitig anzeigen. Und der Kompass zeigt auf das eine, auf die eine flache Seite vom, von dem Fünfeck, von einem, von den beiden. Auf eine gerade flache Seite? Ja, ja, genau. Oh, fuck. Scheiße. Warum muss ich eigentlich... Ach nee, gar nicht. Anzeige geht raus an den scheiß Würfelmann. Oh, hab's, glaube ich. Vielleicht, hoffe ich. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich kann nicht mehr sterben. Alles easy. Tür ist auf, Tür ist auf. Okay, guys, okay. Junge, Teil 3 und 4 sind schwerer, wird mir gerade gesagt, Maddy. Maddy gleich nach Teil 3. Oder komme ich von hier? Junge, ich bin so gottlos. Wirklich ohne irgendwas hier. Nein, ich komme von da, oder? Maddy ist gleich wieder im ersten Raum, fragt. Timon, hast du ein rotes und ein blaues Banner bei dir hängen? Da bin ich ja auch immer noch. Ach, crazy. Wood, wie geht's dir? Ja, ich bin die ganze Zeit im selben Raum. Ah ja, hier geht's weiter. Ist immer noch ein Sarg. Aha. Hier ist ein Hebel, den kann ich umlegen. Leg ihn um. Ich leg ihn um. Hab ihn umgelegt. Ich darf hier mal einfach sagen, weiter, ne? Ja, es geht hier immer noch weiter, warte. Es ist einfach riesig hier. Oh! Ja, hier ist die Tür zu. Sound nur ja. Ich sterb gleich. Okay, ich bin in einem Raum mit Rittern. Ich auch. Warte. Haben die Ritter Waffen in Hand oder Schilder? Ja. Okay. Haben die Ritter irgendein Wappen? Ja. Ein Löwen oder so? Was ist der Ritter, der vor dir steht? Was hat er für ein Wappen? Warte. Der hat einen Adler, glaube ich. Ein Adler? Hat der Adler in beide Richtungen Flügel oder in einer? In beide. Okay, was hat er für eine Waffe? Machete oder so? Oh nein. Ist es ein Schwert? Ja. Also, ja. Okay, es ist ein Schwert einfach. Nee, es ist schon machetenmäßig eher, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ein Schwert aussieht. Mama, ich werde sterben. Und hat er ein Schild auch? Nee. Nur ein Schwert? Nur das Schwert, ja. Okay, dann geht's zum nächsten Ritter. Ja. Was hat er für ein Wappen? Ein komisches Rattenkönigvieh. Warte, ist das Schwert? Oh der nein. Guckt zur Seite. Ein komisches okay. Und was hat der Schild, Schwert? Was hat er? Der hat Schild und eine große Axt. Was für ein Schild? Ist es ein Kreis oder nicht Kreis? Eher so ein Plus. Das ist ein Plus? Was ist ein gedrehtes Plus? Ein Kreis halt. Ja, ein X. Ich bin gestresst, ich werd... Aber mit unten Dreiecks, so, ha? Ja, genau. Was war das für ein Vieh nochmal? So ein Rattenkönig. Nee, keine Flügel, aber so ein Pelz. Warte, guckt er nach links oder nach rechts? Nach links, glaube ich. Okay. Hat er auch ein Schwert? Nee. Wir müssen das gleich neu starten, ne? Oh, bist du jetzt tot schon? Ja. Ja, dann töte ich mich mal. Wir müssen uns übel dolle beeilen. Ich, hab ein Problem. Es geht übel schnell nach vorne. Es dauert jetzt ein bisschen. Ja, bei mir auch. Chat, das wird mich in meine Albträume verfolgen. Ich hasse sowas, das ist ja ganz schlimm. Was ich seh, ich will dich dann nur immer fragen, ob du Bock hast, du merkst.